So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mann im roten Anzug. Heute möchte ich dir eine Technik, eine mentale Einstellung zum Thema Unterbewusstsein geben und dazu folgendes Bild. Unser Unterbewusstsein, man sagt, dass wir größtenteils von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Und da gibt es die Eisbergtheorie, dass man sagt, ja, wir werden ein Siebtel ist rational und 6/7 emotional, sprich Unterbewusstsein. Das ist Ratio und das ist Emotio. So. Und das ist unser Kopf und das ist unser Bauch. Mein Kopf denkt und mein Bauch entscheidet. Dazu vielleicht folgendes Bild, und zwar stell dir vor, du hast ein Schiff. Und dieses Schiff, du bist der Kapitän dieses Schiffes. Das ist dein Bewusstsein, dein Oberbewusstsein. Du bist der Kapitän dieses Schiffes. Und der Kapitän sagt, Matrosen, scheffelt unten Kohle. Wir brauchen mehr Dampf. Was machen denn unten die Matrosen hier? Wenn der Kapitän sagt, scheffelt Kohle. Die Matrosen sagen, Kapitän hat gesagt, scheffelt Kohle. Also gehen die Matrosen hin und scheffeln Kohle. Warum? Weil es der Kapitän gesagt hat. Die stellen das nicht in Frage. Kapitän hat gesagt, Kohle scheffeln, die Matrosen scheffeln Kohle. Genauso ist es bei dir in deinem Leben. Du bist der Kapitän deines Lebens. Du bestimmst, wie es gehen soll. Deine Helferlein, dein Unterbewusstsein wird alles ausführen, was du hier sagst, hier im Kopf. Der Kapitän befiehlt und die Matrosen führen aus. Deswegen solltest du sehr gut überlegen, was du als Kapitän denkst, sagst und tust. Denn deine Matrosen werden alles ausführen, ohne es in Frage zu stellen. Und das entscheidet dann, ob du ein erfolgreiches Schiff manövrieren wirst oder gegen einen Eisberg fahren wirst. Es liegt in deiner Hand.